Läuft wieder nur Scheiße im Fernsehen. Und morgen wieder einbrechen. Oh. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich hör mal runter und guck mal, wie die Tankstelle so aussieht, nicht wahr? Müllabfuhr ist mein zweiter Vorname. Also, was habe ich denn hier für einen Schotter gekauft? Das stinkt ja drin. Die brauche ich für später, dann mache ich noch was Schönes draus. Was ist denn das? Oh, Strom ist auch kaputt. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, das Tankstellenwart. Aber immerhin geht die Uhr, das ist ja schon mal gut, ne? Hallo? Bist du ein Hund? Oh, guck mal da. Eine habe ich schon mal neu. Das heißt nur noch... Gut, ich habe keine andere Säule. Wo? Oh. Oh, oh, oh. Ich sag mal so, muss aufgefüllt werden, aber sonst in Schuss. Was ist jetzt hier mit dem Strom? Warum zützelt der da so rum? Ach Gott, das Willen. Ist das komplett im Eimer oder was? Oder wohnen hier Hippies bei mir? Ach, es ist nur aus. Muss der andere ausgehabt haben noch. Was ist denn das? Das ist doch 100 Pro der... Warum kostet ein Automat bei mir auf dem Grundstück Geld? Also mein Geld. Ich muss jetzt erstmal Jürgen anrufen. Es gibt ja nicht, dass er mir so einen Scheißdreck verkauft. Ach, er ruft mich schon an. So. Jürgen, du alter Kacklappen. Was hast du mir für eine Scheiße verkauft? Ich hab dich voll verarscht, du Dackel. Tschüss. Das ist echt ein Vogel, der Kerl. Also wirklich. Ich muss jetzt erstmal aufräumen da drin. Das ist einfach eine wahre Pracht, wie das hier aussieht. Das ist hier noch die Kasse und... Ist das ein... Gut, ich hab eine E-Mail, wir gehen mal rein. Hallo. Hallo. Tipps und Tricks. Kann er sich sonst wohin schieben. Tschüss. Hier ist doch eindeutig jemand gestorben oder draußen ist eine Leiche verbuddelt. Das sehe ich doch von hier. Wir sollen hier... Hier sind überall Leichen. Oh, gut, gut, gut. Wir holen erstmal den Bagger. Wir holen erstmal Rudy. So. Das! Das ist es! Volle Möhre. Oh, ist aber langsam. Turbo? Rudy for true... Der hat noch nicht mal den Bagger getankt! Ah! Jetzt muss ich mein eigenes Benzin nehmen, weil das Ding schon leer ist. Ich dachte, ich habe kein Benzin. Hä? So, Entschuldigung, jetzt wärst du voll gemacht. Was war denn das? Jäger! Zack, 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 bumm! Als Selbstständiger musst du auch nachts an. Du musst einfach durchgehend ballern! Test doch mal ein Turbo. Oh, okay. Ich transportiere jetzt erstmal die Leiche hier ab. Ich glaube, ich fahre nur drüber. Das soll kein Kranplatz werden, ich muss es nicht verdichten. Ah! Ah! Achso! Oh Gott! Wagen hat was abgefackelt. Und jetzt lade ich das wohin ab? Hä? Also da vorne ist er irgendwie schwach. Warte mal, habe ich noch geöffnet?
Ich muss noch mal schließen, Leute. Sorry. Es geht nicht. Bin noch gar nicht fertig mit meinem Sand. Ach, guck mal, da habe ich sogar einen eigenen Sandplatz. Na, also hier, ich mache den bei mir schön in den Sandkasten rein. Vorsicht. Leicht. Ich habe ja schon gleich wieder keinen Sprit mehr. Das ist ja lächerlich. So. Arbeitstag erledigt. Fuck, die Polizei. Nee, die fahren wieder weg. Ich kaufe jetzt noch geschwind Benzin, da lege ich mich hin. Lieferung. Kraftstoff. Wie viel Geld habe ich? Ich bin ja praktisch reich. Mach mal 100 und gut ist. Jetzt könnte ich ja theoretisch auch schon aufmachen. So ein paar Nachtgäste empfangen, oder? Ich habe ja keinen Kraftstoff. Ach, warte mal. Ah, da kommt er ja. Henry, ich habe schon auf dich gewartet. Henry, wo warst du? Bleib doch mal stehen. Hey, Henry, altes Haus, wie ist es gelaufen? Das ist ein Zauberer. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ich muss es machen, Henry, wofür bezahle ich dich? Warte mal. Das ist doch Elon Musk. Tschüss, Henry. Elon. Können wir jetzt schon... wir können tanken. Da können wir die Sache ja gleich mal anlaufen lassen, ne? Ich hole mir jetzt schön die Nachtgäste rein. Henry, willst du vielleicht tanken? Wir haben jetzt offiziell geöffnet. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Bitteschön. Frisches Benzin und ein Telefon für kleines Geld. Und falls jemand Sand braucht. Unser erster Kunde. Komm, der braucht doch bestimmt Benzin. Ey, voll günstiger Sprit hier bei mir. Die Leute heutzutage. Der braucht Benzin. Brauchen Sie vielleicht ein bisschen... Brauchen Sie Benzin? Es wird sogar schon wieder Tag. Man könnte schon längst mal getankt haben hier. Bye, have a beautiful time. Dass hier keiner tanken will, finde ich absolut frech. Wie soll ich ein Geld verdienen? Ich bin seit 5 Minuten hier und auch noch nichts verdient. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hat jemand möglicherweise zu viel Geld und zu wenig Sprit? Ja! Kundschaft! Oh Gott, doch gut. Das Benzin kommt mit der Luft. Guten Tag, Madam. Kann ich Ihnen hier vielleicht behilflich sein? Was brauchen Sie? Benzin oder Kram? Wahrscheinlich Sprit. Gut, ich mach das jetzt einfach mal, auch wenn sie sehr merkwürdig sind. Wie viel darf sein? Voll oder voll? Ich kann boosten sogar. Wow! Aber jetzt können wir schon erstmal wieder schließen. Ich meine, ich bin komplett ausgepowert. Ich muss ins Bett. Jetzt gehe ich mit den frisch verdienten Flockies in den Spielautomat rein und hol ordentlich was raus. Ich schick $20? Also, wenn so ein kleines Rennspiel zu schwer für mich wäre. Nichts passiert. Kann das Ding auch springen? Oh mein Gott! Was ist hier jetzt die Bestzeit? Ich habe es mir nicht angeguckt. Wahrscheinlich 2, 3, 4, 15 Minuten oder sowas. Es ist halt einfach zu einfach. Ja, ist schon geil. Aber, ich habe die Vermutung, dass ich eine neue E-Mail habe. Ich weiß nicht woher, aber ich habe da eine Vermutung. Da erklärt er mir, wie tanken funktioniert. Ich bin Profi! An. Und bis der erste Magnus kommt, räume ich noch ein bisschen auf. Sieht echt schlimm aus. Hier oben ist noch Müll drin. Das geht so natürlich überhaupt nicht, ja. Mach ich für einen 20-Punkte-Wurf von der 8-Viertel-Linie. Los geht's. Kann ich viel besser. Vom Dach. Über meine Waschanlage. In den Mülleimer. Oh, shit. Wir haben einen Kunden. Hör auf, Zeug rumzuschmeißen. Hallo. Guten Tag, schwöne Frau. Okay. Warte mal, das Gesicht kenne ich doch. Wir sind ja auch in Roswell, also ich meine, da kann sowas ja passieren. Einfach nichts anmerken lassen, reinpumpen, chillen. Wir machen es natürlich sehr genau diesmal. Yeah. Danke. Tschüss. Ich habe ja noch Bretter hier vorne dran. Okay, Achtung. Warte mal, ich bin gleich da. Warte mal. Mein letztes Brett. Yay! Ich tank dir so krass jetzt einen rein. Mach den Mund auf. Tanken wir mal rein, ich war mein Jung. Ich meine meine Dame. Mit Boost diesmal. Ja, ich weiß. Es ist halt einfach krass bei mir. Darf es vielleicht noch was sein? Sie können Ihre E-Mails bei mir checken oder Telefon... Hallo? Ist wahrscheinlich nicht wirklich technikaffin. Die faxt noch viel. Oh shit, ich hab einen neuen Kunden. Können Sie ganz kurz halten? Bitteschön. Excuse me? Valentin, guten Tag. Wie viel darf sein? Volltanken? Alles klar. Later. Keine Sorge, ich tank wirklich ziemlich budgetfreundlich. Gute Fahrt.
Kraftstoffstatus ist niedrig. Wie viel habe ich denn noch? Wo sehe ich denn das? Ich habe noch 39 Liter. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Aber was ich deutlich schlimmer finde, ist, dass ich hier einfach nicht gescheit aufräumen kann. Deswegen hole ich jetzt erstmal kostenlosen Müllsack von der Brigitte. Und dann wird aufgeräumt. Ach Gott, ekelig. Alles weg, och, ja, da ist schon einer voll geworden. Ich habe einen Müllsack voll gemacht. Den Mülleimer kann ich leeren, ach, wie schön. Na also, da sind noch... Kann ich die Bretter... Ist das Müll? Tatsächlich ist das Müll. Ist das eine tote Maus? Achso, hallo. Bitteschön. Das wär's ja soweit gewesen, ne? Leider. Und danke für Ihr Geld, davon kaufe ich mir jetzt erstmal einen Besen. Denn Sauberkeit ist mein Metier. Danke, Brigitte. Dude, this is so satisfying. Oh my gosh. So, gleich sind wir fertig. Na, also, ach, das ist ein ganz anderes Räumchen jetzt. Ein ganz anderes Räumchen. Die sind doch beide bis zum Brechen voll. Ajo, die Müllabfuhr rufen, das gibt's doch gar nicht. Da bist du schon einfach ein armer kleiner Bürger, der Metallplatten schmeißt. Und da musst du selbst deine Müllabfuhr rufen? Müllabfuhr? Kostet schon noch Geld. Dennis! Ey, die kacken mir dahin. Ey, Hen! Kleiner, unförmiger Junge. Du wohnst aber nicht hier neben mir. Du Drecksack, wohnst neben mir? Warum wohnt Denise neben mir? Gott sei Dank, die Müllabfuhr ist da. Ich habe 3 volle Container, oder sagen wir mal 2,5. Die müssen sie wirklich mal... Das ist absolut unhöflich hier. Holst du den Scheiß jetzt richtig ab? Gottes Willen. Manfred, kannst du das bitte... Manfred! Diese fucking Wizard. Das Ding wird so richtig nice hier. Da kommt ein Toys R Us hin. Hier drüben mache ich noch eine Tankstelle. Natürlich passt das nicht alles in den... jetzt muss ich die ganzen Säcke hier noch von Hand reinmachen. Aber ein bisschen Spaß dabei ist schon in Ordnung, ne? Bam! Bam! Pff. Kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.